Jean-Philippe, in deinen Büchern spielen besondere Orte wie ein Strand oder ein Zug eine wichtige Rolle. Was bedeuten dir diese Plätze, wenn du ein Buch schreibst? Mein erstes Buch, das in Frankreich erschien, hieß Accès direct à la plage, was übersetzt so viel heißt wie... Direkter Zugang zum Strand? Genau, ich kann es jetzt nicht wiederholen, aber das ist es. Der erste Titel des Buches war Orte. Orte sind sehr wichtig für mich. Orte, wo jeder hingeht. Alle sozialen Klassen, jedes Alter, Mädchen, Jungs, sexuelle Ausrichtungen. Alle gehen dahin. Auch in den Zügen. Jeder nimmt den Zug. Wir alle tun das. Wir alle gehen zum Strand. Unterschiedliche Schicksale. Alle am selben Platz. Ist das auch so mit Vincent, als er zurückkommt in sein Heimatdorf? Als er zurückkommt, hat sich sein Leben total verändert. Er ist inzwischen reich. Er kehrt in sein Elternhaus zurück. Seine Eltern gehören der unteren Mittelschicht an. Ihre Leben sind total verschieden. Ich mag dieses Aufeinanderstoßen von dem, was du bist und was du einmal warst. Der Platz, von dem du aufgebrochen bist und wo du jetzt bist. Wenn du Schriftsteller bist, ist der Vorteil, dass du dein Leben leben kannst und zur selben Zeit ein Leben ausprobieren kannst, das du nicht gewählt hast. Das passiert in This is not a love song. Ich könnte kein Autor in Paris sein. Zu viel Hektik, zu viel passiert, zu viele Geräusche. Ich brauche definitiv Ruhe. Ich muss über das, was ich schreibe, nachdenken können. Ich muss meine Leute treffen können. Das wurde sehr wichtig, als ich 22 war. Das ist ein anderes Buch, das in Deutschland rausgekommen ist. Mit 17 habe ich meine Mutter und meinen Bruder durch einen Autounfall verloren. Dann meinen Vater in einem anderen Autounfall, als ich 22 war. Ich war ganz allein auf der Welt und viele Menschen hier haben mir geholfen. Jedes Buch ist ein Tribut an die Menschen, die mir geholfen haben. Und an meine Heimatstadt, die mir geholfen hat, aufzuwachsen und die mir immer noch hilft zu schreiben. Hast du für dich eine Antwort gefunden, mit diesen Dingen fertig zu werden? Ist es das Schreiben? Ja. Jedes Mal, wenn etwas passiert, was mich schockiert, muss ich darüber schreiben. Da muss nicht jedes Mal ein Buch daraus werden. Aber ich muss schreiben. Das ist mein... Reflex. Genau, mein Reflex, meine Art zu denken. Ich kann nicht denken, wenn ich nicht schreibe. Ich muss schreiben und dann kommen die Ideen. Ich bin so blöd. Kann ich noch einen Kaffee haben? Ja, natürlich, ja klar.